Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Erfolg, das wir einmal finden unter Berufe und dann Alchemie. Und zwar haben wir Silas Sphäre der Transmutation. Und was wir dafür machen, stellt Silas Sphäre der Transmutation das Handwerkzeug der Alchemie her. Und das ist einmal eins der Handwerkswerkzeuge aus BFA, also Battle for Azeroth. Und dementsprechend bin ich mit meinem Mage hier einmal schon in Boralus. Und hier ist es jetzt so, dass wenn ihr das craften wollt, erstmal natürlich das Rezept braucht. Und das Rezept kriegt ihr dadurch, dass ihr in Alchemie von Kultiras Minimum auf 150 seid. Und dann geht ihr zu eurem Lehrer des Berufs. Wenn ihr Hordler seid, dann ist er natürlich in der Hauptstadt der Horde, und zwar hier auf Zandalar. Und dann müsst ihr halt zum Alchemielehrer hier in Dazar'alor gehen. Am besten fragt ihr eine Wache, wo der ist. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich meine, der ist irgendwo da unten im Keller drin. Aber ja, genau. Fragt einfach eine Wache, der schickt euch dahin. Dort macht ihr am besten niedrigstufige Quests an und nehmt bei eurem Alchemielehrer eine Questreihe an. Da müsst ihr dann einiges machen. Die sind schon ein paar Quests, sagen wir es mal so. Und am Ende dieser Questreihe bekommt ihr dann dementsprechend das Rezept. Das ist aber natürlich erst der erste Step. Der zweite Step ist, dass wir einige seelengebundene Materialien brauchen. Ja, das einfachste ist das Ankerkraut, das kauft ihr euch aus dem Auktionshaus. Ja? Oder ihr geht mit eurem Kräuterkundler hier los und sammelt Ankerkraut in, auf Kultiras könnt ihr das sammeln. Genau, als nächstes brauchen wir mythischer Kessel, den werden wir uns gleich anschauen. Und was wir uns jetzt als erstes noch angucken, ist Expulsum. Expulsum, falls ihr das nicht mehr wisst, wo ihr das herkriegt, alle möglichen Items, die aus BFA gedroppt sind, könnt ihr in einen Schrottomaten packen. Und zwar ist der hier hinten, einmal bei der Allianz. Und da packt ihr dann Items rein und könnt die verschrotten. Und ja, alle 10, 20 Items kriegt ihr so ein Expulsum raus. Wenn, dann geht ihr jetzt los und sammelt viele Items oder ihr macht es zeiteffizient und craftet euch was. Und ich kann euch empfehlen, holt euch mit irgendeinem Twink oder mit dem Char, wo ihr das macht, Schneider als Beruf. Natürlich dann auch wieder Kultiras oder Zandala, wenn ihr Hordler seid, und baut euch die Handgelenke. Und zwar das hier, die Leinenarmschienen. Und da braucht ihr Mats, die sind relativ günstig, könnt ihr aus dem Haar kaufen, kosten 4 Gold pro Handgelenke. Und die stellt ihr halt in Massen her, haut die in Schrotter rein und kriegt dadurch euer Expulsum. Ne? Also müsst ihr schon wahrscheinlich 100 oder so herstellen, schätze ich jetzt mal. Vielleicht mehr, je nachdem, was ihr für ein Glück habt. Genau, so viel dazu. Und genau, sobald ihr das gemacht habt, genug Expulsum habt, braucht ihr hier noch einen Kessel. Und zwar ist es bei dem Kessel so, dass ihr verschiedene Materialien braucht. Ich habe jetzt schon ein bisschen was im Auktionshaus gekauft. Moment, die Flasks, die könnt ihr euch theoretisch auch selber herstellen als Eichi. Ich war jetzt faul, habe mir die MH gekauft. Und, oh, ich habe mir die falschen gekauft, merke ich gerade. Ich habe mir die großen gekauft, ups. Ah, okay, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Kauft euch nicht die großen, sondern die kleinen Fläschchen. Dann machen wir das jetzt halt hier gleich nochmal. Also, nicht die großen kaufen, sondern die kleinen. Was brauchen wir denn hier? Das hier, davon brauchen wir 3. Ich dachte mir schon, warum die so teuer sind, ne? Dann brauchen wir hiervon 3. Dann brauchen wir davon noch 3. Ah, ich wollte gerade sagen, sind sie nicht mal hart. Das Gute ist, mittlerweile sind ja alle stackbaren Items EU-weit. Dementsprechend sind da meistens die Preise halt relativ moderat. Und sie sind halt auch drin, ne? Wenn ihr auf dem Lobhop-Server spielt, war das ja in der Vergangenheit doch bei dem ein oder anderen ein Problem. Genau, also jetzt gucken wir mal. Also hier haben wir jetzt den Stuff für den Kessel. Und jetzt benötigen wir einmal auch hierfür Expulsum. Und wir brauchen einen Hydrokern. Wo bekommt man den Hydrokern her? Den hat man in, glaube ich, der ersten Season von BFA von den Endbossen der Mythic Dungeon gekriegt. Also ganz wichtig, Mythic Dungeons. Da könnt ihr eine der verschiedenen Dungeons gehen. Kleine Randinformation. Mittlerweile kriegt man andere Kerne. Und zwar, warte, ich kann euch das mal zeigen. Wo sind sie denn? Ich habe einen, glaube ich, im Inventar. Hier, genau. Gezeitenkern. Ihr könnt aber einen Gezeitenkern umwandeln in einen Hydrokern. Und das können wir jetzt mal gucken. Hier, Wasserverdünnung. Also ein Gezeitenkern. Und so ein destilliertes Wasser, das kriegt ihr vom Alchi-Händler, könnt ihr umwandeln gegen einen Hydrokern. Und den wiederum brauchen wir dann, um dementsprechend das Teil zu craften. Jetzt schalten wir hier wieder um auf Kultiras. Dann
craften wir uns jetzt einmal das Ding. Und damit haben wir nämlich schon diesen Kessel einmal, ja. Und jetzt benötigen wir aber neben den Mats hier noch ein paar andere Sachen, ja. Und diese Items kriegt man aus Instanzen. Und zwar dann potenter Trank, den bekommen wir einmal aus dem Kronsteig-Anwesen. Und zwar von Trash-Mobs. Kronsteig-Anwesen ist ein Drustbar, hier oben ist das. Und da haben wir Trash-Mobs vor diesem Trio. Wir können mal vielleicht reinschauen, Kronsteig-Anwesen. Gehen wir auf die Map. Und zwar hier Herzbann-Triade. Hier sind einige Trash-Mobs drin und da droppt es eigentlich. Theoretisch kann es, glaube ich, auch noch von anderen Trash-Mobs droppen, aber hier droppt es am besten. Ich bin einmal durch die Instanz geflitzt, hab's direkt bekommen. Ja, also gar kein Stress. Da könnt ihr auch theoretisch beim Endboss dann den Hydro-Kern mitnehmen. Beziehungsweise den Gezeitenkern, den ihr wiederum gegen den Hydro-Kern umtauschen könnt. Dann das zweite Item, was wir brauchen, ist die Sphäre. Und die bekommen wir aus Althaldasar. Und zwar von der Priesterin. Und auch da können wir, warte mal, wir können gleich so reingucken, ist glaube ich einfacher. Also, das ist Althaldasar. Gehen wir auf die Map und auch hier, da haben wir die Priesterin, das droppt zu 100%. Ne? Also ich bin jede Instanz einmal gelaufen, die ich jetzt euch gleich aufzähle und ich habe immer die Items vor Ort bekommen. Also die droppen gut. Da ist jetzt nicht irgendwie Low Drop oder so. Ich habe das im Mythic gemacht, falls ihr es wissen wollt, um noch ein paar von den Kernen mitzunehmen. Genau, und das nächste haben wir hier diese Fiole. Und die droppt in Riesenflöts. Und zwar ist das wieder ein Trash-Mob, das quasi das fallen lässt. Und zwar, jetzt schauen wir mal, wo haben wir den Riesenflöts. Da haben wir ihn. Gehen wir auf die Map. Und da sollen anscheinend so Alchemisten sein. Das sind, glaube ich, diese Goblin-Mobs, die hier irgendwo waren. Und ich habe die einfach zusammengezogen hier zu dem Boss. Und da ist es dann auch gedroppt, ne? Und das letzte Item, was wir jetzt noch brauchen, ist quasi das hier, und das haben wir woher gekriegt? Das war aus Toldagor, genau, und zwar von Yes Knurris, und der ist einmal, das ist glaube ich der zweite Boss da, also müssen wir Toldagor, und dann haben wir hier den zweiten Boss, der droppt das auch zu 100%. Also vielleicht nochmal für die Leute, die die Instanzen gar nicht kennen, wir haben Grundsteiganwesen ist hier oben, Toldagor ist hier auf der Insel, ne, also hier im Wasser. Dann, ups, jetzt haben wir uns zu weit rausgeklickt. Dann gehen wir auf Zandala. Hier unten ist das Riesenflöz, das Portal. Und hier oben ist das Portal für Althaldasar. Also zu den ganzen Instanzen müsst ihr. Genau, das sind soweit die Items, die wir holen müssen. Jetzt sehe ich gerade, wir brauchen noch den Stein der Weisen, dass wir das Ding craften können. Also den braucht ihr auch noch, aber das ist so ein Grundmatt. Den habe ich blöderweise verkauft, merke ich gerade. Den brauchen wir nämlich für ein anderes Achievement auch nochmal. Und jetzt schauen wir mal, hier unten haben wir ihn. Den können wir jetzt noch schnell zusammenbauen. Das ist quasi so ein Grund-Alchi-Item. Und da können wir jetzt mal kurz gucken. Übrigens, wenn ihr nicht genug Alchi-Skill habt, also hier in der Expansion, ne, dann seht ihr die Quest gar nicht. Also ihr müsst erstmal den 150er Skill haben und dann könnt ihr es bauen. Insgesamt kann man jetzt in BFA auf Skill meine... Oh, warte, ich kaufe gerade die falschen Bahnen. Ich meine auf Skill 175 kommen. Das liegt daran, dass Blizzard im Nachhinein mit den Patches, die danach kamen, ich glaube mit dem Nasjatar-Patch, quasi den, ja, den Maximal-Skill erhöht hat. Aber den braucht ihr nicht. Ihr müsst nur auf 150 kommen. Aber ja, ihr könnt auch gleich komplett hochskillen. Das bleibt sich gleich. Genau. Und sobald ihr dann den Skill habt, könnt ihr, wie gesagt, die Questreihe komplett machen. Die dauert schon ein paar Minuten. Ich meine, für manche Sachen muss man, glaube ich, auch in Instanz rein. Aber mittlerweile kommt ihr da easy durch. Und sobald ihr die Quest durch habt, kriegt ihr halt das Rezept. Und mit dem Rezept, wie ich es euch jetzt gerade erklärt habe, könnt ihr dementsprechend dann diese ganzen Materialien sammeln. Und wenn ihr dann, wie ich, noch den Stein der Weisen gebaut habt, könnt ihr die Sphäre einmal herstellen. Gut. Und damit sind wir eigentlich soweit am Ende. Tüten wir einmal das Achievement ein und ja, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne einmal in die Kommentare und sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.